Fantastic. Hallo, willkommen zu einer besonderen Episode. Heute deswegen extra um 15 Uhr und nicht um 14 Uhr. Es war nicht aus Versehen, dass sie um 15 Uhr online geht, diese Episode. Nein, das war geplant. Und es gibt etwas Geiles zu verkünden. Im Forum wurde gepostet. Ich wusste es jetzt schon seit gestern, deswegen ist diese Episode auch schon etwas eher entstanden. Es wird die Clan Challenge geben. Es ist aber nur etwas, wo sie selber sagen, wir arbeiten da dran. Und es ist nichts, was jetzt direkt schon vor der Tür steht, also was ihr vielleicht schon mit dem nächsten Update erwarten könnt. Es ist so eine Sache so, wir arbeiten da aktuell dran, wir wollen euch darüber informieren, dass es kommen wird und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, darf ich euch präsentieren, worum es da gehen wird. Also, Clan Challenge. Man kann einen anderen Clan herausfordern. Wir hatten ja jetzt gerade diesen Freundschaftsclan-Krieg hier. Ihr könnt dann einen anderen Clan herausfordern. Dieser andere Clan muss allerdings dann eure Herausforderung annehmen, damit es zu diesem Freundschaftsclan-Krieg kommt. So, das war Punkt 1. Dann. Man wählt den Gegner aus, den man herausfordern möchte, wählt die Anzahl der Teilnehmer, wenn der Gegner-Clan, oder legt dann noch die Zeitdauer fest, dann. Ich weiß nicht genau, welche Zeitdauer es da gibt, es sind wie gesagt jetzt erstmal alles nur allgemeine Informationen, aber naja gut, weiter geht's. Man legt die Zeitdauer fest und sobald der andere Clan den Clankrieg angenommen hat, die Herausforderung, dann geht der Vorbereitungstag los und es gibt natürlich wie bei einem normalen Clankrieg auch einen Vorbereitungstag und einen Kampftag. Allerdings, ganz wichtig noch zu erwähnen, dieses ist kein Ersatz für einen Clan War. Es ist einfach so, wie sie sagen, eine Möglichkeit, um mal so ein paar coole Community-Projekte zu machen. Ich freue mich da auch schon echt drauf, gegen euch zu kämpfen. Vielleicht gibt's ja den einen oder anderen, der uns dann herausfordern will. Das fände ich schon mal ganz cool. Aber wie gesagt, es ist kein Ersatz für einen Clankrieg. Was auch bedeutet, man kann nicht gleichzeitig eine Clan-Challenge und einen Clan War machen. Das geht nicht gleichzeitig. Immer nur eins von beiden, ganz wichtig, ne? Und wie gesagt, das ist nichts, was jetzt direkt vor der Tür steht, aber es ist halt eine Sache, wo sie dran arbeiten und was ich sehr, sehr cool finde. Ich hatte ja ein bisschen auf die Clankriegsturniere spekuliert, aber die kann man ja indirekt dann hiermit auch machen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und was denn da noch ein bisschen offen ist an der Sache, ist der Bonus. Was ist mit dem Bonus? Gibt es da vielleicht einen Bonus? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Jetzt will ich aber euch mal eben einen richtig, richtig, richtig coolen Angriff zeigen, den ich gestern hatte. Also kurzer Cut und dann reden wir weiter. Mein größter Loot, glaube ich, den ich bisher in Clash of Clans hatte, ist das fast schon. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal großartig mehr hatte. Ihr müsst ja überlegen, ich habe ja immer noch den Bonus dabei von Meister 2. Also es war richtig viel. Es war richtig viel Loot. Und ich habe mal was vorbereitet. Ich habe was vorbereitet, wie ich mir diese Clan Challenge vorstelle. Ich stelle sie mir so vor, man hat diese Challenge und dann, ich habe das jetzt einfach mal übernommen von einem, ich habe das übernommen von der Friendly Challenge und da steht dann, wir fordern euch heraus und dann machst du auf Battle oder es ist natürlich jetzt, das ist der Screen, nachdem du den Clan ausgewählt hast, gegen den du antreten möchtest. Sagen wir mal, ich bin jetzt im Clan Friesland Wölfe und ich möchte The Return herausfordern. Dann gehe ich auf die Seite von The Return, dann ist da der, vielleicht neben dem Lesezeichen Button oder so, ist dann der Button, wo steht herausfordern oder Battle oder irgendwie sowas. Und dann klickst du da drauf und dann schreibst du noch einen kleinen Text dazu, wir fordern euch heraus. Und dann musst du natürlich auch noch, da muss natürlich auch noch ein Button kommen, wo du einstellen kannst, wie viele Leute da teilnehmen. Ne? Das habe ich ja eben gesagt, die Leute, die teilnehmen wollen, die Anzahl und natürlich auch die Dauer des Clankriegs. Das kannst du ja auch einstellen. Ich weiß nicht genau, wie sich das gestaltet. Ich bin echt mal gespannt, ob es da vielleicht noch irgendwelche Infos gibt, denn ich habe, so wie ich es jetzt gehört hatte, intern war, dass es ja wie gesagt möglich ist, da die Zeitdauer einzustellen. Also nicht, dass es vielleicht nicht 23 Stunden Vorbereitungstag und 24 Stunden Kampftag ist, sondern dass es vielleicht etwas kürzer ist. Ach, ist das schön. Ich freue mich schon so. Es wird so lustig. Also ich muss sagen, das Spiel geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das hatte ich aber bei Clash Royale auch gesagt, wo dann die News kam, dass man da die Smileys ausstellen kann, soll jetzt aber gar nicht Thema sein. Hier auf jeden Fall, muss ich sagen, richtig cool, dass das geht. Dass man hier auf jeden Fall dass man dann einen kleinen herausfordern kann, da freue ich mich schon richtig drauf. Das wird richtig cool. Und ja, wir werden mal sehen, wie sich das dann so entwickelt. Ja, ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ihr könnt ja gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich habe es jetzt, da der Post im Forum jetzt um diese Uhrzeit kam, ich darf es nicht eher veröffentlichen, deswegen kam es jetzt halt dann auch um diese Uhrzeit. Ich hatte es natürlich schon eher fertig. Aber nur so ist das nun mal. Allerdings hat auch den Vorteil, dann kriegt ihr die News immer relativ früh. Also immer, wenn es dann passiert, 99% der Klassiker. 99% der Klassiker. Wir gucken aber natürlich auch noch auf den Freundschaftsklankrieg, der jetzt zu Ende gegangen ist. Wir machen jetzt allerdings auch noch einen mit 50 Leuten. 50 gegen 50, das wird richtig lustig. Alle zusammen in einem Clan. Wir haben leider verloren.
Allerdings, ihr seht es, es war relativ knapp. 57,9 zu 59,8. Und meine Base hat am Ende doch gehalten. Was ich nicht genau verstehe, ist, wieso hat sie hier keiner mehr angegriffen? Ich hatte doch hier extra noch ein... Ich hatte hier so zwei Tesla hingestellt. Keine Ahnung. Ja gut, jetzt wenn man es weiß, dann greift man natürlich nicht von der Seite an. Hat auch keiner gemacht. Keine Ahnung, warum das keiner gemacht hat. Aber, naja. Ich hatte extra hier was hingestellt, weil ich dachte, vielleicht macht man hier so einen kleinen Queen Walk. Und dann wären hier die ganzen Luftbomben losgegangen. Hat keiner gemacht. Nachtelfe, wie gesagt, hat 47% geholt. Ansonsten, ja, wir haben leider oben auch nicht ganz so viel geholt. Was mich mal echt interessiert, wie man denn Dennis Base hier mit 2 Sternen versehen hat. Denn das ist echt schon, da muss ich sagen, die Base von Dennis ist schon echt richtig tricky. Okay, er hat auch einen Queen Walk gemacht. Der ist aufgesprengt, jetzt hat er die Königin gesetzt, der Noah. Noah war echt eine richtige Maschine in diesem Clan-Krieg, muss man sagen. Er hat echt richtig gut angegriffen. Auf jeden Fall einer unserer besten, fast schon der MVP, und fast schon der MVP dieses Clan-Kriegs eigentlich. Wir haben echt viele Fehlangriffe gehabt, mich auf jeden Fall eingeschlossen, aber Noah hat wirklich gut angegriffen. Und ja, jetzt 50 gegen 50 Clan-Krieg, da freue ich mich schon drauf. Habt ihr auch gesehen, gerade als der Single Inferno die Königin anvisiert hat, hat er sie gezündet, um dann halt den Fokus da wegzulenken. Ja, richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht. An der Seite was offen gemacht, an der Seite einen kleinen Tunnel gebaut. Ein paar wenig Magier eigentlich, das ist so das Problem. Deswegen musste er jetzt hier auch schon... Ah, da hat er auch noch was offen gehabt. Deswegen musste er da schon den Warden zünden, damit halt die... Damit der Baby Dragon, ne? Wir sehen das, jetzt ist der Baby Dragon erst tot. Damit der Baby Dragon nicht auf die Bowler drauf geht. Aber es war schon lustig. Also, wir haben zwar jetzt verloren, aber ich kann auf jeden Fall gut damit leben. Und ich finde, das Ergebnis ist auch ganz cool, denn so kann man wenigstens jetzt sagen, dass kein Clan jetzt so mega hoch verloren hat. Also, gleiche Punktzahl. Na gut, der andere Clan hat halt ein paar Prozente mehr geholt. Dann ist es auch verdient auf jeden Fall und hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Und ich freue mich schon, es wird auch nochmal eine richtige gute oder große Berichterstattung von dem 50 gegen 50 Clan-Krieg geben. Es war halt das Problem jetzt hier, dass der Clan-Krieg relativ spät anfing und dass dann relativ wenig Leute angegriffen haben. Deswegen versuchen wir da den jetzt mal ein bisschen früher vielleicht noch zu starten heute. Ich bin einer der wenigen, die überhaupt noch hier drin sind in diesem Clan. Wir sehen das jetzt hier, die haben alle schon verlassen. Ansonsten wäre es noch hier drin. Keiner mehr, doch. Hilby, ne, Hilby ist nicht, Hilby gehört nicht dazu. Eigentlich nur noch Hero und ich. Dann werfen wir Hero mal raus. Bitte zu Jimmy Ghetto. So, dann weiß er Bescheid. Und dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal eben einen kurzen Cut. Ich suche mal eben Gegner raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Jo, ich würde sagen, den nehmen wir mal mit, weil er auch eigentlich auf den ersten Blick, er hat schon ein bisschen was und wir sehen das jetzt hier, ne? Es ist eigentlich in den... Es ist ganz gut gefüllt. Vor allem, ich habe 3 Freeze-Zauber. Was soll das denn? Warum habe ich denn so viele Freeze? Ich habe nur 4 Mauerbrecher. Soll ich mal eben gucken. Die Königin ist auf der Seite. Die Clanburg ist hier. Level 9. Mal gucken, was wir da so hinkriegen. Okay, wenn was in der Clanburg gewesen wäre, es wäre rausgekommen. Okay, das ist jetzt kein Problem. Wir gucken mal eben, ist hier irgendwo eine Sprungfalle oder sowas? Ich muss einfach mal gucken. Sicher ist sicher. Okay, der König ist da vorne. Wobei, dann können wir eigentlich von der anderen Seite vorgehen, oder? Ist hier irgendwo noch was? Er hat da irgendwo noch eine Falle dahin stehen. Es ist ein Level 9 Clan, soll eigentlich... Das heißt nichts. Wir sind übrigens auch Level 9 übrigens. Ha, The Return ist jetzt auch Level 9. 4. So, hab ich da noch irgendwas? Ah, da hab ich... Oh, da hab ich Bowler drin. Das ist sehr erfreulich. So. Wo sind die ganzen Riesen? Ich hoffe, sie laufen jetzt alle in die Mitte rein. Zack, da schon mal einen hin. Wie gesagt, am PC, ihr wisst es, ich habe kein Multitouch, das ist jetzt aber auch egal. Ich warte jetzt mal eben kurz ab. So. Können wir schon mal einmal freezeln. Ja, jetzt habe ich die leider außen geheilt, das ist ein bisschen scheiße. Das war jetzt nicht so der Plan. Aber ist egal, wir können es eigentlich direkt nochmal freezen. In der Hoffnung, dass die Königin da schon mal so ein bisschen was aufräumt. Den König kann ich auch noch zünden. Jetzt wird gleich alles auf die Königin einschießen, deswegen zünde ich sie jetzt schon mal eben, dass sie zumindest schon mal den ersten Inferno wegmacht. Ja, sie kann auch sterben. Also die Königin, wir können sie auch ruhig opfern. Eine milde Gabe an den Opfergott. Was hat der denn für einen Namen? Der hat einen Fußballnamen. Guck mal oben. Ein arabischer Kollege. Wahrscheinlich einer der letzten, die nicht gebannt wurden. Und Witz, nein, Spaß. Also, ich hatte echt das Gefühl, 99% aller Leute, die gebannt wurden, waren... Es schien zumindest so, als wären es Araber oder Asiaten gewesen. Das soll jetzt aber auch eigentlich nicht böswillig klingen oder so. Es war halt irgendwie nur so ein Gefühl. Jetzt haben wir 75% und das ist schon mal sehr gut. Ich kann euch auch sagen, warum. Denn jetzt haben wir nämlich auf jeden Fall schon mal den vollen Bonus mitgenommen. Und der ist in Meister 2 gar nicht mehr schlecht. Ich will ja immer runter ein bisschen mit dem Pokal. Aber es funktioniert einfach nicht. Und zwar aus dem Grund, sobald ich da wieder unten bin mit dem Pokal, sagen wir mal so Kristall 1, Kristall 2, Kristall 3, dann droppen wir da so viele Leute und dann, ja,
haben wir den Salat und dann komme ich wieder nicht. Dann muss ich wieder hoch oder beziehungsweise dann level ich mich wieder so. Dann bin ich wieder oben, dann müsste ich mich wieder runterleveln, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Das ist aktuell so das Problem. Oh, der Minenwerfer schießt sogar noch auf den Warden, aber der Warden wird ihn jetzt relativ schnell kaputt machen. Kriegt sogar dann noch eigentlich einen Schuss aufs Rathaus, das wird nur nichts bringen. Ja, okay. Der Inferno, ich lass ihn sterben. Wir lassen ihn kaputt gehen. Mal gucken, wie lange er noch lebt. Aber der Multi-Inferno ist gar nicht mal so stark gegen den Warden. Natürlich ist er das nicht. Na, ist doch okay. Ist doch okay. 135.000 Bonus dabei muss man immer dabei berechnen. Wir können zwei neue Mauern machen. Ich könnte sogar noch mehr Mauern machen. Wir fordern jetzt mal eben hier noch was an, auch wenn keiner... Es ist ja, glaube ich, im Grunde keiner mehr hier, der noch was fordern, der mir noch was geben könnte. Ich weiß aber auch nicht, der andere Clan wird auch nicht offen sein. 1, 2, 3. Da machen wir jetzt noch hiervon einen voll. So. Die sind alle fertig. Ich habe sogar noch ein... Ja, ich habe noch einen Freeze. Ah, reicht. Reicht so auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal nach. Wie viel habe ich denn in meiner Schatzkammer? 2,9 Millionen. Wir können es bald ausgeben. Die Schatzkammer ist bald voll. Dann würde ich sagen, dann warten wir noch. Dann warten wir noch und dann geben wir... Wie viel können wir dann ausgeben? 20 Millionen? 23 Millionen, ne? 23 Millionen würde ich gerne ausgeben. Ne, mehr. Mehr. 26 Millionen, fast 27 Millionen. Also, würde ich sagen, das war die Clan-Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch genauso... seid genauso aufgeregt deswegen wie ich. Ich weiß nicht genau, wann es kommen wird. Aber wir werden es erfahren. Hier werdet ihr es wahrscheinlich mit am ersten erfahren. Und ja, macht's gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und bis später. Tschüss.